Was hat der BGH zu Rittersport gesagt? Monopol auf viereckige Tafel Schokolade? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und in diesem Video erkläre ich genau auf Hinweis meines Freundes Felix Purtalis, was der BGH gerade zu Rittersport und zur Form von Tafeln Schokolade entschieden hat. Was ist also genau passiert und was können wir daraus lernen? Was hat der BGH gerade zur Form von Tafeln Schokolade entschieden? Haben Sie sich schon mal gefragt, warum andere Hersteller keine quadratischen Tafeln Schokolade herstellen? Die Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH und Co. KG hat im Dezember 1998 eine dreidimensionale Marke für quadratische Verpackungen von Schokolade als Marke angemeldet. Die Marke wurde damals als sogenannte verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen. Das heißt, Rittersport konnte zeigen, dass ein großer Teil der Bevölkerung quadratische Tafelschokolade, also ungefähr diese Form, eben mit Rittersport verbunden hat. Am 11. Januar 2011 hat ein Wettbewerber einen Löschungsantrag gegen diese Marke wegen absoluten Gründen gestellt, mit der Begründung, dass die in den Marken gezeigten Verpackungen typische Gebrauchseigenschaften von darin verpackter Tafelschokolade zeigen würden. Und dies wäre tatsächlich ein Löschungsgrund. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Löschungsantrag erstmal nicht stattgegeben. Die Marke wurde also nicht gelöscht. Dann hat das Bundespatentgericht in der nächsten Instanz, in der Beschwerdeinstanz, am 4. November 2016 die Marke gelöscht. Und jetzt gerade letzte Woche hat der Bundesgerichtshof am 18. Oktober 2017 über diesen Fall entschieden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der Fall an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden soll und erstmal die Entscheidung vom Bundespatentgericht aufgehoben. Der Bundesgerichtshof hat also nicht durchentschieden, sondern zurückverwiesen. Das heißt, dieser Fall ist noch nicht endgültig und rechtskräftig entschieden, anders als das in der Presse viel beschrieben wurde. Dabei hat der BGH dem Bundespatentgericht mit auf den Weg gegeben, dass das Markengesetz nur solche Zeichen vom Markenschutz ausschließt, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen. Ob in den vorliegenden Fällen sich das Schutzhindernis auch auf die Verpackung bezieht, braucht nicht entschieden zu werden, sagte der BGH. Die quadratische Form der Tafelschokolade sei keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade. Das heißt erstmal nicht, dass die Marke eingetragen wird. Das Bundespatentgericht muss nun mit dieser Weisung oder diesen Hausaufgaben vom Bundespatentgericht eben neu entscheiden. Es ist aber jetzt wahrscheinlich, dass das Bundespatentgericht eben anders entscheidet als zuvor, also die Marke nicht löscht. Und dass Wettbewerber von Rittersport in Zukunft keine quadratischen Tafeln Schokolade herstellen dürfen. Denn eine anderslautende Entscheidung würde Rittersport sicher wieder vor den BGH treiben. Diese Entscheidung heißt für normale Markenanmelder nicht, dass dreidimensionale Marken nun leichter eingetragen werden. Denn diese Marke wurde ja auch nur eingetragen, weil sie verkehrsbekannt war, also weil Rittersport nachweisen konnte, dass ein großer Teil der Bevölkerung eben diese quadratische Form mit Rittersport verbunden hat. Sagen wir mal, normale und nicht so bekannte Marken, dreidimensionale Marken, werden eigentlich nur eingetragen, wenn sie eine besonders fantasievolle und für diese Waren besonders ungewöhnliche Form aufweisen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was der BGH zu quadratischen Tafeln Schokolade entschieden hat. Und ich hoffe, dass dann solche Tafeln Schokoladen nicht vom Markt verschwinden. Es ist wahrscheinlich zu befürchten. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich gern unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.